Ja, meine lieben Schieberfüchse, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Dogs Review. Und da hat sich wirklich was Fantastisches zugetragen. Ich war an Silvester in Cheb, ein sehr extremer Ort an der tschechischen Grenze. Ich sag dazu nur die Crystal Hölle, also das war extremer als extrem. Es war wirklich wie so The Walking Dead oder Zombieland. Mehr möchte ich da gar nicht ins Detail gehen. Es war der widerlichste Ort, an dem ich je war. Trotzdem hatte ich viel Spaß. Und auf der Rückfahrt nach Hause, wieder zurück nach München, habe ich im Markt Redwitz, das ist so eine Zugbahnhof, den man da durchquert oder kreuzt auf der Rückreise von Scheppen nach München. Und dort hat mich am Bahnsteig ein junger Mann erkannt. Das war der gute Hendrik aus Markt Redwitz eben. Und er meint so, yo Doc, was machst du denn hier? Und ich feiere deine Videos. Dann haben wir kurz gequatscht und er so, Digga, du machst doch immer diese Drug Reviews. Und kommt so dann so ein Stück näher zu mir her und meint so, Digga, willst du mal Crack machen? Und dann ich so, ja, safe, aber ich habe halt bisher echt in München nirgendwo Crack herbekommen, so. Und ich wollte das auch immer schon mal testen. Und dann sagt er, ja hier, Digga, mach so ein kleines Baggy auf und holt so ein paar Crack Rocks raus. Und jeder weiß, wenn man Crackhead ist, dann ist es wohl so das Heiligste, was es überhaupt gibt. Deswegen endless love an dich, Hendrik. Grüße an alle Ötti-Gang-Fans, an alle Ötti-Gang-Füchse in Markt Redwitz, an das Squad, you know the Vibes, ihr kennt die Vibes. Ja, und jedenfalls, natürlich ist jetzt kein riesiger Crackstein, das verstehe ich sowieso, aber zumindest ist es Crack. Und ich zeige euch das mal hier. Es ist so ein bisschen pulverig, weil es so abgebrochen hatte hier. Aber das sind zwei kleine Crack Rocks. Ich würde mal sagen, von der... Kleiner Tremor. Ich würde mal sagen, von der Beschaffenheit also auf jeden Fall weicher als ein Kokastein. Und ja, da gibt es verschiedenste Wege, aber ich werde natürlich den klassischsten von allen wählen. Ich werde den Crackrock rauchen, beziehungsweise tue ich mal wieder nur so, als würde ich den Crackrock rauchen. Hier handelt es sich ja selbstverständlich nur um ein wissenschaftliches Experiment, wie es sich theoretisch anfühlen könnte, einen Crackrock zu rauchen. Nochmal vorweg möchte ich auch sagen, Drugs are bad, Kids, ihr wisst es ganz genau. Erwachsene, aber auch Rentner, lasst die Pfoten davon. Crack ist eine der Drogen, die wirklich am allersüchtigsten macht. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es scheppert. Also der Placebo-Effekt von dem gefakten Crack jetzt scheppern wird. Ich habe mir hierfür eine kleine Pipe gebaut. Kann ich auch mal zeigen. Das ist einfach so ein Plastikgefäß. Das ist so hier der Detroit Way, sage ich mal. So habe ich das in Detroit gesehen. Das ist ein, so ein Plastikbehälter, oben als Topf Alufolie und hier habe ich so einen leeren Kuli, eine Kulihülse eingeführt. Guter Druck drauf. Wenn ihr eine Sekunde habt, ich brauche noch eine geile Nummer dafür. Das ist echte Crack Music. Grandmaster Flash. So don't do it! So, hier das Placebo, also das Kindercrack, das kein echtes ist. Hier die Playmobil-Pfeife.
hat schon auch so eine Zuckerkonsistenz. Natürlich, weil es dann auch kein Crack ist, sondern Zucker. Dann schauen wir mal. Muss ich eiskalt hier noch das Feuer tunen? Also Wahnsinn. Wisst ihr, wie man Feuer tunet? Man macht es ab, schiebt nach vorn, setzt den Regler hoch, geht dann über das Zahnrad nach hinten und schiebt wieder nach vorn. Dann hat man getunt es. Sorry, ich mach's jetzt richtig spannend, gell? Spann euch auf die Folter, ähnlich wie im Mittelalter auf der Schreckbank. Also jetzt aber. Ja, es verpasst einen ganz schönen Hit. Es fühlt sich so ein bisschen im Rachen an, als hätte man so ätherische Öle oder sowas eingeatmet. Ich habe so angerissen, dass ich muss jetzt mal nachgucken, ob eventuell hier auch was durchgesetzt ist. Tatsache. Ja, es ist also, ich würde jetzt mal sagen, es scheppert wie so eine monströse Nase nack. Hier noch so ein bisschen was eben. Got caught for 24 kilos. He's out of bail and out of jail, and that's the way it goes. Schmotter mir jetzt hier noch ein kleines Brechen, weil ich pfeife im Arsch ist. Ich will mir das nicht ergehen lassen. Das macht dann auch drin lag. Die Seife so ein bisschen im Gaumen. Es ist auch, mein Gaumen ist auch taub. Besonders nice schmeckt es nicht. Aber der Boost, der ist schon massive. Also es ist ein krasses High.
Ich würde es jetzt ehrlich gesagt so wirklich, wenn man sich gerade so ein richtig frisches Brett nackt, also Koks gelegt hat und das gerade reingefeuert hat, so dieser erste Peak nach 2-3 Minuten, wenn es richtig ankommt. So fährt es gerade ein. Und ich hätte aber dennoch auch noch mehr erwartet. Mir brennt ein bisschen die Lunge, weil das Alu hat zu Feuer gefangen. Ja, in dem Sinne eigentlich, was soll ich bloß noch sagen? Das war jetzt Crack rauchen, also so tun, als würde ich Crack rauchen. Ganz wichtiges Thema jetzt hier wirklich, da bitte ich um eure gesamte Aufmerksamkeit an alle Zuschauer. Ganz, ganz wichtig jetzt. Sehr wichtig. Mein Instagram wurde gelöscht mal wieder. Und ich habe ein neues. Aber das fängt halt wirklich bei 0 Followern wieder an. Und also es kommt halt jetzt die Senf-Challenge. Das Video war eigentlich hier für einen anderen Drop geplant, aber wegen dem Account musste ich jetzt was nachfeuern. Also bitte schaut unten in die Beschreibung rein, da ist mein neues Insta. Bitte, bitte lasst mir ein Follow da. Es ist sehr wichtig für die Senf-Challenge 3. Die Senf-Challenge 3 kommt am Sonntag. Also diesen Sonntag, ja, die wird morgen... Na was? Muss nachrechnen. Egal. Die Senf, es ist wirklich, wirklich sehr wichtig für die Senf-Challenge, dass ihr hier unten mein Instagram abonniert. Ganz, ganz wichtig, bitte Leute, alle, ich zähle auf euch. Denn ihr kennt die Vibes, ihr wisst bereits, was es ist, fucking Ötti Gang. Natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, abonniert den Kanal und piep mit die Glocke. Nochmal ein letzter Hinweis, schaut runter, abonniert mein Insta, ich brauche euch alle. Ich habe alles verloren, alles weg. Lasst uns von vorne beginnen, wie wir das ja jetzt schon zum 7. Mal kennen. Euer Doc.